Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu The Long Dark. Ja, letztens hat es abrupt geendet mit dem Schuss. Und jetzt wollen wir weiterziehen. Wir gucken nochmal eben auf die Map. Da hätten wir noch ein Vorratsversteck. Das holen wir uns jetzt aber auf jeden Fall. Und dann geht's hier oben wieder zurück zum Pelzjäger. Den Speer haben wir ja jetzt auch repariert. So. Den haben wir am Ende der letzten Folge erledigt. 2% gefroren, das geht schnell. Da schneiden wir uns aber nichts ab. Ich glaube, ein paar Stöckchen können wir noch gebrauchen, ne? Für unterwegs. So, drei Stück mal mitgenommen. Langsam mal einbiegen. Nach links. Hier wird es wieder steiler, windgeschützt und ich höre Wölfe. Mal eben nachladen. Die Pilze brauchen wir vorerst auch nicht. Medizin haben wir satt und genug. Da brauchen wir nicht noch zusätzliche Pilze, finde ich. So. Ja, man sieht kaum was. Ah, die Sonne geht allmählich auch unter. Aber das müssten wir eigentlich in der Zeit auch schaffen, wieder zum Pelzjäger zu kommen. Da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Ganz schön steil. Hier werden wir ein bisschen schneller. Jawohl. Wo ist mein Schlitten? So. Nochmal kurz gucken. Irgendwo hier müsste dann auch das Vorratsversteck sein. Ist das hier? Nein. Nein, nein. Einfach hier weitergehen. Dann brauchen wir nicht hier hoch zu kraxeln. Und wir müssten auch noch gucken mit der Jacke, die wir da gefunden haben, dass wir uns die reparieren. Aber das habe ich ja gesagt, dass wir das nachts machen. Bei Feuerschein. So, irgendwo hier ist ein Versteck. Vielleicht ja da oben. Könnte durchaus sein. Ich weiß, wir bräuchten es jetzt nicht unbedingt. Aber es reizt natürlich auch. Und wenn wir genau davor stehen, will ich da natürlich auch hin. Aber hier sieht das gar nicht mal so gut aus, da hinzukommen. Ah, hier ist es doch gleich. That's what I'm looking Ja, for. gucken wir doch mal. That'll come in handy. Eine leichte Jacke. Ja, ich nehme sie mal mit, aber ich glaube, langer Wollschal. Wir gucken uns das einfach mal an. Und ein Energieriegel. Nur ein Ast. Ein Sträuchlein. I can barely walk with this much gear. Ja, apropos, wir könnten auch mal was essen und was trinken. Gut, dass du es sagst. So. Einmal sortieren.
Leckeres Hundefutter esse ich am liebsten, auch privat. So, dann noch mal ein bisschen. Wenn schon, denn schon. Soll sich ja lohnen. Dann ist das auch weg. Und dann trinken wir noch ein Schlückchen Wasser. Obwohl, ich glaube, essen könnten wir auch noch was, ne? Ja, eine Kleinigkeit. So, und trinken. Gut. Dann ziehen wir weiter. Müssen aber langsam mal links abdrehen. Oder kommen wir hier gar nicht vorbei? Nein, das ist alles zu steil hier. Wir müssten hier lang. Jetzt sehe ich das erst. Wir müssten doch hier hinten lang. Mausempfindlichkeit mal ein bisschen runterstellen. Bisschen zu viel des Guten. Genau, wir müssen hier entlang. Da wird es zu steil. Okay. Das geht aber hier noch. Hier haben wir genug Fläche, wo wir drauf laufen können. So. Mal eben gucken. Jawohl. Dann kommen wir auf jeden Fall hier an so einem Kurzwellenturm vorbei. Und den gucken wir uns doch mal kurz an. Sofern wir da ganz einfach hinkommen. Aber ich meine, wenn wir eh schon da sind, können wir auch mal in Ruhe gucken. Komm mal schnell rüber. Komm, beeil dich. So. Ich weiß, er kann nicht sprinten, aber es ist so ein Reflex, dann immer zu gucken, dass man trotzdem irgendwie schneller ist. Dann drückt man Shift automatisch. Ja, natürlich, wenn der hier oben ist, da kommen wir da nicht hin. Sein, wir müssten hier mal rechts irgendwo einen Hang finden, wo wir hoch können. Haben wir hier? Gar nichts, ne? Nein. Aber wie gesagt, ich glaube, im späteren Spielverlauf müssten wir da eh noch hin, zu den Türmen. Und wäre jetzt nicht allzu schlimm, wenn wir uns das sparen. Vielleicht kommen wir auch irgendwie so rum. Ich weiß es nicht ganz. Müssten wir dann später mal gucken. Was haben wir hier? Waren wir hier schon mal? Ich denke nicht. Hope nobody needs this anymore. Eine brauchbare Magnesiumfackel und Schweinefleisch mit Bohnen. Liegt hier einfach so rum. Nehmen wir mit. Okay. Gut. Dann geht's hier weiter. Es speichert. Ich hoffe, das heißt nichts Böses.
So, rechts oder links lang? Ich sag mal rechts lang. Nur ein Baumstumpf. Dort hinten im Nebel. Kein Wolf, alles gut. Ja, für alle Gruselfans unter euch, ich war ja gestern im Kino Insidious 5 gucken. Kann ich nicht empfehlen übrigens. Wer Insidious 1 gesehen hat, der sollte es auch dabei belassen und nicht mit der gleichen Erwartungshaltung an Insidious 5 gehen. Die Schockmomente sind sehr vorhersehbar und generell finde ich den auch von der Story her nicht so gut. Also, kann ich nicht empfehlen. Spart euch das Geld und guckt lieber was anderes. So, was haben wir da hinten noch? Ist das eine Hütte oder nur ein Fels? Oder ein Stein? Ich glaube, das Letztere. Jetzt wird es aber auch wieder klarer. Glücklicherweise. Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht beschweren. Ist mir alles lieber als Schneestürme. Und gleich sind wir auch wieder hinten am Tunnel. Und dann hört auch bald dieses Gestöhne wieder auf. Hoffentlich. Wenn wir dann mal wieder was ablegen. Sachen reparieren, wozu wir dann die Stoffe benötigen und aufbrauchen. Ich höre was. Ich glaube, da jagt wieder irgendwas. Ein Wolf jagt ein Kaninchen oder sowas. Noch sehe ich nichts. Okay, gut. Da sind wir auch schon. Das ging aber jetzt schnell hier. Der Umschwung. Von jetzt auf gleich. Das war kein Schnitt oder sowas. Mal eben gucken. Ja. Da hinten noch eine Hütte? Nein, das ist nur ein Fels. Okay. Hier wieder zurück. Zum Pelzjäger. So cocky now, huh? And all it took was for me to go full on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Das würde ich uns auch empfehlen. Sonst sind wir heute sein Abendmahl und das wollen wir natürlich nicht. So, weiter geht's. So, dann hier links wieder abdrehen sofort. Ja, da hätten wir auch noch Vorratsverstecke. Und was haben wir hier? Ah ja, Schüsse am See, das haben wir auch noch. Wir haben ja diese Notiz gefunden. Jetzt überlege ich. Da wir jetzt in der Nähe sind,
Obwohl, das könnten wir auch machen, wenn wir da noch ein paar Sachen abgelegt haben. Dann hätten wir wieder mehr Platz. Das machen wir auch. Wir gehen erstmal hier links lang zum Pelzjäger und kümmern uns danach hier um diese kleine Nebenaufgabe. Ja, und obwohl, ich habe es ja schon angedeutet, ich glaube bei der allerersten Folge, diese Grafik, dieser Grafikstil nicht aufwendig ist, finde ich, Moment, dass das Spiel dennoch schöne Szenen zu bieten hat. Grafik ist halt nicht alles und man kommt trotzdem noch gut damit hin, hier sowas hinzuzaubern. Und es passt einfach zur Stimmung hier. Es passt ins Bild. So. Ich glaube, wir hatten uns mal einen Weg gemerkt. Ich glaube, das war der hier komplett außenrum, ne? Damit es nicht so steil wird. Also diese Folge erscheint nächste Woche Sonntag. Ich produziere ja immer eine gute Woche vor. Zumindest bei The Long Dark. Heute ist Samstag und in 8 Tagen erscheint diese Folge. So, wir gucken noch mal kurz. Ja. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Alles gut. Was haben wir da liegen? Rinde. Birkenrinde. Leicht brennbare Rinde kann als Zunder oder zur Zubereitung eines stärkenden Tees benutzt werden. Nehmen wir mit. Ich glaube, das haben wir bisher auch noch nicht eingesammelt. Könnten wir ja mal ausprobieren und mal gucken, was wir für einen Tee daraus kriegen. Wir haben generell noch Nebenaufgaben, ne? Wir müssten noch angeln, fällt mir da gerade ein. Aber das könnten wir danach machen. Wenn wir beim Pelzjäger waren, dann machen wir die Nebenmission. Da hinten Schüsse am See. Und dann vielleicht auch noch ein paar Sachen zum Überlebenstraining. Beziehungsweise für das Überlebenstraining. Wie Angeln und so weiter. Ja, aber eigentlich, wenn ich mir das hier so angucke, hier müssen wir ja auch steil gehen. Konnten wir auch da hinten komplett lang gehen, dann wäre es, glaube ich, schneller gegangen. Aber hier haben wir nur eine kurze Steillage, wo es auch unten rechts angezeigt wird. Aber hier, also das tut sich nicht wirklich viel. Aber ich glaube, da hätten wir auch bis da lang gehen können und dann rechts. Naja, egal. Hauptsache, wir kommen an. Heile. Ja, das war schon ein guter Tagesmarsch, ne? Wieder zurück. Ja. Jetzt nur noch geradeaus und da hinten ist die Hütte auch schon wieder. Ich höre einen Wolf, aber noch sehe ich keinen. Das wird vielleicht das Titelbild. Gefällt mir gut.
Und dann nochmal ausruhen beim Pelzjäger, nochmal was schlafen. So, endlich angekommen. Und ich bin auch mal gespannt, wann wir Methuselah wieder treffen. Der komische alte Kauz. Ab rein hier. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky, the aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up, started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music, talking. I think it needs more range, a more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess, you have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Now, this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time, we can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster. To make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me two, maybe three of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm gonna become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's Bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. Volvo. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Let's get on with it. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was ich angesprochen habe mit den Funktürmen. Ja. Transponderteile von jedem Turm beschaffen. Ja. Und das hat auf jeden Fall jetzt wieder
mit dem trostlosen Marschland zu tun. Südwestturm, Nordturm, Südostturm. Trostloses Marschland. Das ist einmal der Turm. Einmal hier der. Und hier hinten der. Da müssen wir jetzt hin. Und ich finde das gar nicht so schlecht. So erkunden wir auch mal die ganze Map hier. Ich meine, gut, hier unten waren wir ja schon mal. Aber da können wir auch die Vorratsverstecke noch erkunden, die wir hier haben. Ja, gut. Ich würde aber jetzt nicht noch anfangen, hier was Neues zu machen, sondern würde die Folge dann jetzt enden lassen. Und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.